Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Part Sonic Mania. Ja, heute mit der Mirage Saloon Zone, ja. Ich hab den Boss mal wieder geskippt, ne? Tut mir by the way leid, aber ja. Ne, es gab auch eine Phase vom Boss, die ich nicht gesehen habe, da war ganz hässlich. Könnt ihr ganz easy beim Carbonar nachschauen. Falls ihr die nochmal sehen wollt, ne? Einfach beim Carbonat nachschauen. Ich habe den Part eigentlich schon mal aufgenommen. Der ist nach 2 Minuten zu Ende gegangen. Dann hat sich die Aufnahme automatisch beendet. Warum auch immer. Nebenbei, ich werde jetzt dauerhaft springen, weil ich schon weiß, wie unfair die da von hinten kommen und so. Bei denen merkt man, dass es Gegner sind, aber bei den anderen Dingern, ne? Das ist irgendwie langweilig, wenn das ganze Level ist, ne? Ich denke aber, das ist tatsächlich die erste Zone, das da. Ja, keine Ahnung, wo ich jetzt gestorben bin. Game over, ja, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Weil wir werden eh wieder vom Anfang der Zone aus starten, ne? Und ganz ehrlich, so weit ist das jetzt nicht, ne? Nachher wird wieder hier abgeschossen von dem Roboter. Ne, eigentlich dauerhaft springen ist hier die Lösung. Hier, damit du gar nicht erst herkommst. Als ob. Ne, ich weiß, es ist gerade nicht das geilste Gameplay auf Erden, was ihr hier seht, ne? Tut mir auch leid, aber. Und ich hab jetzt schon so ein bisschen meine Probleme mit der Zone, aber alles ist besser als Cyber City. Ne? Ich habe auch schon in der originalen Aufnahme gesagt, diese Zone basiert auf eine gecancelte Zone, ich glaube aus Sonic 2, wo ich später nochmal geplant war für den iOS, für den portablen, für den Port, dafür Android, ne? Wo war die, glaube ich, nochmal, ich glaube, das war anders, ich glaube, Mirage Saloon Zone basiert auf 2 gecancelte Zonen. Zum einen dieser eine jetzt nochmal Sonic 2, ne, da gab es ja anscheinend einiges an cancelten Stuff, ne? Habe ich auch schon echt eine Menge gesehen zu Sonic 2. Und das nehme ich mal eines der Forts oder so. Mensch, jetzt können wir ja endlich mit dem Jump'n'Run anfangen, oder? Ja. Haha, Sonic. Keine Sorge. Du darfst schon, keine Sorge. Weil er war zwar nett mit dem anderen Gedöns, ja. Muss aber nicht nochmal sein. Cool, Checkpoint. Habe aber nicht genug Ringe. Ja, das ist cool so. Western, ne? Muss ich das Ding jetzt hier auf dem Flugzeug auspressen? Ah, ne. Diese Schlange. Okay, eigentlich würde ich springen, wenn die hier raus. Ich muss springen, wenn die rauskommt. Ich will jetzt nicht, dass das der ganze Boss ist. Komm als auf. Was ist ein lamer Boss?
Komm doch her. Bam. In your face. Dummes Stück Blech. Das Ding hängt einfach in der Luft. Alter, muss ich sogar niesen. Na, die Sprudelflasche habe ich by the way nicht neben mir. Okay, der Typ da. Keine Ahnung, wer das ist. Ich kenne jetzt nicht alles von Charakteren, aber das weder Mikey noch Ray, die ja per Update hinzugekommen sind. Also, ich glaube sogar per DLC. Ich glaube aber von dem mal so ein Easter Egg gesehen zu haben. So in einem Sonic Generations Fakten Video oder sowas. So, ich hoffe, dass wir hier ein schönes, entspanntes Level haben. Wir haben hier Afternoon Zone. Bisher gefällt es mir irgendwie, ne? Ja, das erste Level war vielleicht ein bisschen kurz, aber hey, ich bin derjenige, der sich hier beschwert, weil die Zonen zu lang sind, ne? Die Level. Und es dafür zu wenig Level gibt. Oh, da ist ja Mega Ring. Das muss man bei denen nochmal machen. Ah ja, stimmt. Zwei. Da kommen wir doch zum Spiel raus. Ja, natürlich verpasse ich die Ringe. Ich habe bisher ein Chaos Emerald. Naja, ist ja auch egal, ich sammle die sowieso nicht. Ich zeige euch auch nicht die finale Zone, auf die man nur freischaltet mit den Chaos Emeralds. Ruhig auf, darauf habe ich echt keinen Bock. Ey, was hab ich denn da jetzt gefunden? Ach so, das. Können wir ja voll sehen, ne? Was ist das? Meta-Knuckles oder was? So, haben wir dich. Das ist ein bisschen Casino-mäßig aufgebaut, obwohl wir schon so eine Casino-Zone hatten. So. Wollen wir sehen, wie gut wir in dieser Bonus-Stage abschneiden, ne? Oscar hätte ich fast eine geschafft, ne? Als ich halt City nachgespielt habe, ne? Ja, die Kamera, die verspätet auch so ein bisschen, wie sie ist. Oh fuck. Fast. Ich hätte es fast geschafft. Ja, stimmt, da sind die, die so gesucht werden, ne? So Wanted Chiller, cool. Och, du dummes Drecksvieh. Ich nenne den jetzt Mecha Knuckles. Und Knuckles. Aber ich mag das irgendwie gerade, dieses Konzept. In dem Level. Aber random platzierte Gegner, auf die man sich nicht vorbereiten kann, finde ich ja weniger geil. Ne, ich habe jetzt keinen Bock auf Bonus-Stage. Okay, hier ist der Boss. Bin ja eigentlich relativ schnell. Da sind wir gerade bei 11 Minuten der Aufnahme, ne?
Ey, Tails, lass mich los. Ist noch den dritten im Bunde. Jo. Ruhig dich, Bruder. Den fand ich eigentlich am easiesten. Oh. Jo, warte. Haben wir die gerade ernsthaft im First Try geschafft? Wir haben Mirage Saloon im First Try geschafft. Oh mein Gott. Können wir ja direkt noch eine Zone machen, oder? Ja doch, komm, machen wir noch eine Zone. Ich habe leider die Sprudelflasche nicht neben mir, sonst würde ich jetzt gerade aus der trinken, ne? Belastung. Okay, komm, auf ins nächste Level. Da hinten im Background, das ist wieder so eine Stadt. Und zwar Oil Ocean. Okay. Das ist glaube ich die 10. Sprich, danach sind es noch 2. Na, also die kommen dem Ende immer näher. Ich finde es so cool, die Idee von Oil Ocean. Erstmal will ich dir das Feuerschiff gönnen. Hä? Ich hab grad gar nichts kapiert, was da gerade abging. Hä? Weil ich hab jetzt so schön das eine da geschafft mit nur einem Leben verlieren. Und jetzt sowas, ne? Bruder, komm schon. Lass mich doch ein Spin-Dash machen. Das gibt's doch nicht. Come on. Ah. Komm, als ob ich mich hier von jedem Scheiß wegtreffen lasse. Ja, gerade diese Ringe wären Mega-Ringe, aber nein! Dem ist nicht so. Ganz ehrlich, Mirage Saloon war jetzt schon richtig kurz, oder? Oder kam mir das jetzt nur so vor, aber ich habe schon das Gefühl, dass es eine etwas kürzere Zone war. Ach komm, jetzt habe ich wieder Bock auf ein bisschen Bonus-Stage. So, ich konzentriere mich jetzt gerade voll und gerade auf die Bonus-Take. Ich bin mal wieder auf diesen 9er-Dingern hin. Komm, wo ist denn der Rest? Come on. Ich will mir jetzt nicht sagen, dass der Rest nicht da ist.
Natürlich geht's noch von der Geschwindigkeit her, ne? Come on, wo sind jetzt die letzten vier? Ich will nicht aufgeben. Ja, komm, mir egal. Ach, come on, als ob das schadet. Danke für die Ringe, Trails. Komm, geh ich halt da runter. Jo. Ach, come on. Warum muss er genau da hochgehen, ne? Wenn ich da jetzt raufspringen will. Mein Glück, ey. Kann man mein Glück manchmal in Worte fassen? Ich denke nicht. Oh, come on, das ist doch langweilig. Was hier gerade passiert. Eule auch schon weg. Wir sind immer noch weg, Kleins, ne? Wobei, wir haben die Rush zu tun, eigentlich quasi first strike, ne? Gehe ich halt so. Ne, vor allem, wenn man die berührt, kriegt man schon Schaden. Was war das? Schon mal was von Invincible Frames oder so? Invincible Frames gehört in das Spiel? Nein? Okay. Dann geht's halt weiter mit Oil Ocean. Komm, lass mich bis zum Boss des Acts kommen, damit ich den Boss offscreen machen kann. Wird doch echt nett, komm, please. Dann auch Nachrichten über Discord und so, aber ich kann gerade nicht nachschauen, ich bin zu viel zu sehr am konzentriert, Zeug Mania zu spielen. So, komm, gehen wir wieder in eine Bonus-Stage. Ja, anfangs geht's ja noch. Dass man hier die Goldschatz machen will, die Münzen. Das war gerade dumm. Plötzlich ist ja auch egal, wir sind ja nicht hier um 100% war, oh Gott. Dann haben wir ja so viele Parts wie Mario Odyssey. Und das ist erst nach 1,5 Jahren beendet worden, ne? Dieser Spiel läuft ja ungefähr fast, läuft ja noch länger. Auch wenn es weniger Parts hat. Ich will wissen, was hier oben ist. Ich will mal hier oben lang. Außer irgendwelche random platzierte Gegner. Aber hey, mir
Sagt dieser Weg viel mehr zu. Und vorhin, ich werde nicht direkt von den Gegnern getroffen, also bei mir ist alles gut. Ich mag diesen Weg. Ist aber auch schwerer dran zu kommen, finde ich. Wodurch wurde ich jetzt getroffen? Sag mir nicht, dass ich durch den Beingart getroffen bin. Natürlich springe ich genau rein. Das muss der Boss von Afghan sein. Tails. Lass das. Tails. Du Idiot. Tails! Ja, das ist alles Tails Schuld. Alles, weil dieser Vollidiot mich nicht loslässt. Meine Fresse. Oh ja, wo war denn das jetzt? Das war ja weit vom Boss. Ja, vorhin habe ich ihn noch so getroffen. Ja, komm, easy. Das war gerade passend von Tails. War anscheinend auch gescriptet. Komm, gib mir einen Fernseher. Gut, da. Hab ich auch so den Siri aktiviert. Das ist immer noch kein Fernseher. Hab ich auch so den Siri aktiviert, ne? Das muss halt 2 sein. Okay. So Giftströme, an denen man hochgeht. Interessant. Cooles Konzept. Mag ich. Mir gefällt's, ne? Okay. Man hat hier eingeschränkte Sicht. Okay. Was nicht gleich heißt, dass ich da unbedingt in die Stacheln reinspringen muss, wenn ich sie sehe, ne? Okay, mit dem Schalter kann man auch wieder Licht machen. Ich meine, es geht ja noch, man sieht ja noch was. Ja. Ja. Bruder muss ganz weit los. Und was war das jetzt? Keine Ahnung, wie das gerade passiert ist, ne? Seltsam. Ja, ich hab Speed, geil. Cool, ich hab ganz ehrlich, der Speed Boost ist cool. Ich mag es, weil ich in Sonic schnell bin, aber nicht, wenn ich so schnell bin, dass ich nicht sehe, wo ich
bin hier. Oh, come on! Diese dummen Octo-Dinger. Die passen zwar sehr gut zur Zone so. Ne, wegen Tinte und so, ne? Oil. Aber das nervt. Ja, jetzt sind wir mittlerweile an einen Punkt angekommen, wo wir nur die Gegner sehen. Und Sonic. Ich sehe nicht mal mehr wirklich, wie der Weg aussieht. Ich muss mal wieder einer dieser Dinger finden, aber das Problem ist, das geht nur sehr schwer, wenn ich das sehe. Denn die sieht, das sieht man zwar auch, aber... Warte mal, da hat er eins. What? Wie bitte? Was ist da gerade passiert? Ich sehe jetzt wieder was. Guck mal, das hat mich näher gebracht an den Boss. Wollte er nicht stehen. Naja, ich sag dazu nicht nein. Ich meine, jetzt kommt der Boss, ja. Octo, du dümmst, riesig. Okay, ich glaube, man kann da drauf springen. Man kann ja zum Glück da in dem Gift springen. Ich kann mir aber vorstellen, dass er das irgendwie... Komm! Komm, Eggman, du Keck. Ich hab keine Ringe mehr, ne? Ja. Noch ein Leben, ne? Ich werde den Part beenden, wenn es nicht klappt, aber ich werde ihn aufs Screen dann machen, ne? Jetzt weiß ich wenigstens, wie der Boss funktioniert, ne? Komm, 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 komm. Komm doch. Eigentlich muss ich mich des ganzen Kampfs nur ducken. Okay, die haben den Boss besiegt, Alter. Warum muss man eigentlich immer den Boss besiegen? Man kann auch einfach durch. So, naja, wir haben Oil Ocean und Mirage Saloon diesen Part abgeschlossen, ne? Also, das ist echt krass ein Fortschritt. Auf jeden Fall sehen wir uns doch an, wie wir in die nächste Zone kommen, ne? Die wir im nächsten Part machen werden, und zwar die... Lava Reef Zone, die vorletzte Zone des Spiels müsste das sein. Na, schauen wir uns noch an, wie wir hier ankommen. Na, das war's für diesen Part, Leute. Tschüss. Tschüss.